So, hallo zusammen, willkommen zu diesem Meeting. Heute sprechen wir über DAISY und DAISY steht für Decentralized AI System. Auf Deutsch würde man dazu sagen, dezentralisiertes KI-System. Ja, KI steht für künstliche Intelligenz und was das ist, besprechen wir später einmal. Aber zunächst was ganz Wichtiges und zwar der Haftungsausschluss bzw. zwei. Der erste wäre, dass diese Slides nicht hundertprozentig vollständig sind, auch nicht hundertprozentig abgesegnet von Daisy, aber ich würde behaupten, dass die zu 98% stimmen. Das heißt, hier und da wird es Kleinigkeiten geben, die sich verändern, aber alles andere wird genauso stattfinden. So, und der zweite Haftungsausschluss ist im Grunde Standard. Also die Spenden in das Crowdfunding sind keine Investitionen in den Handel und dienen dem Crowdfunding von Daisy AI. 85% der Handelsgewinne aus dem Crowdfunding werden an die Teilnehmer zurückerstattet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Ich denke, das wird jedem klar sein. Und historische Ergebnisse sind durch Zinseszinseffekte entstanden. Über historische Ergebnisse sprechen wir später einmal. Aber was wir hier haben, ist eine ganz neue Kategorie des Geschäftsmodells. Also wir haben ja schon viele Smart Contracts gesehen, ja, auf Tron, auf Ethereum. Und was wir hier haben wir eine Kombination aus Crowdfunding, was auf einem Smart Contract stattfindet, und zwar auf einem Tron Smart Contract. Und das Ganze wird mit transparentem KI-Handel kombiniert. Ja. Das heißt, hier haben wir eine Kombination aus passivem Einkommen und ja, Teilnahme am Crowdfunding. Ja, das Ganze wird, also die Technologie hinter Daisy wird von Endotech zur Verfügung gestellt. Und hier sehen Sie die Gründerin, eine der Gründerinnen von Endotech, und das ist Dr. Anna Becker. Sie kommt aus Israel und hat einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. Und zwar hat sie im Alter von 20 Jahren eine mathematische Gleichung gelöst, die 30 Jahre ungelöst war. Ja? Und das Ganze kann man nachlesen auf Wikipedia. Ihr seht den Link hier rechts oben. Und ja, sie ist schon seit 20 Jahren Unternehmerin. Ihr letztes Unternehmen, Strategy Runner, wurde 2011 an den Broker MF Global verkauft. Und zwar zu einem Preis von 3,75 Millionen US-Dollar. Und das kann man auch nachlesen. Also die Links seht ihr auf der rechten Seite. Und 2017 wurde Dr. Anna Becker Mitglied des DRC. Und das steht nicht für Demokratische Republik Kongo, das steht für, wie nennt sich das nochmal? Resolution Center. Also das ist eine Organisation, die sich mit der Beilegung von Streitigkeiten beschäftigt, vor allem im Finanzwesen. Ja. Und ja, sie verwaltete privat und institutionelle Fonds mit einem Vermögen oder mit einem verwalteten Vermögen von 1 Milliarde US-Dollar. Und sie hat mit einem Team von KI-Experten, also künstliche Intelligenz-Experten, eine oder beziehungsweise 20 Handelssysteme entwickelt, die von Institutionen und Investmentgesellschaften genutzt werden, beziehungsweise von Privatpersonen, die akkreditiert sind. Ja. Und sechs dieser Handelssysteme werden wir oder könnt ihr auf der Webseite von Endotech finden. Ja, und die Webseite ist endotech.io. Da könnt ihr alles nachlesen. Ihr geht auf Portfolios, dann seht ihr die ganzen Strategien. Ihr geht auf das Team und dann seht ihr auch das ganze Team. Und ja, der andere Gründer ist Dmitri Gushin und der ist auch auf LinkedIn. Beide sind ansprechbar, beide ja, kann man mit beiden kann man sprechen. Und zwar werden Zoom-Meetings stattfinden und das haben schon welche stattgefunden mit diesen zwei Gründern. Ja. Und ja, das Unternehmen wurde 2012 gegründet und mittlerweile sind sie führender Dienstleister im Bereich KI-Handel. Und ja, seit 2017 sind sie erfolgreich im KI-Kryptohandel aktiv. Ja. Und hier sehen Sie oder hier seht ihr eine der Strategien,
Ja, die sechs, die ich vorhin angesprochen habe. Es gibt Alpha- und Beta-Strategien. Also Alpha löst Short- und Long-Positionen aus, also kauft und verkauft. Und Beta setzt nur auf steigende Kurse. Ja? Das heißt, immer wenn ein Breakout oder ein Ausbruch bevorsteht, wird eine Long-Position ausgelöst und ja, und dann werden die Gewinne mitgenommen. Und das ist die Strategie Alpha AI. Ihr seht, hier müsste man schon 1 Million US-Dollar hinblättern, wenn man überhaupt teilnehmen darf. Und ja, die Gebühr ist da 125.000 Dollar. Gut, das kann sich wahrscheinlich nicht jeder leisten. Das sind meistens Institutionen, das sind auch private Investoren, die akkreditiert sind. Also akkreditierte Investoren sind Menschen, die ein Vermögen von mindestens 1 Million eine Million Dollar haben, beziehungsweise in den letzten 2 Jahren jeweils 200.000 Dollar verdient haben. Ja. Das Ganze, also diese Strategie hat im Jahr 2018 angefangen und ja, die Ergebnisse sind natürlich phänomenal, bis zu 814% im Jahr. Allerdings seht ihr, dass auch Verluste stattgefunden haben. Ja, der größte Tagesverlust war 15%. Und von den 21 Monaten, beziehungsweise waren es ja 34 Monate insgesamt, und davon waren 21 Monate positiv, also da wurden Gewinne erwirtschaftet, und 13 Monate waren ja im Verlust gewesen. Okay. Und ja, das ist eben reales Trading, und da gibt es eben Verluste und Gewinne, was selbstverständlich ist. Und das ist jetzt eine andere Strategie. Das ist eine sogenannte Leverage-Strategie. Das heißt, hier wird mit Hebel gearbeitet. Ja, man setzt hier auf steigende Kurse. Sobald ein Ausbruch bevorsteht, kauft man Ethereum oder Bitcoin. Und ja, mit Hebel 10 werden hier Gewinne mitgenommen. Und ja, das Portfolio ist hochriskant. Das sind sie alle, ja, im Übrigen. Und deswegen wird hier 10.000 empfohlen als Einlage. Und genau, mein Sponsor testet gerade diese Hebel 10 Strategie. Ja, sein Einsatz war vor 30 Tagen 4.000 US-Dollar. Und genau, das war ein Ethereum-Bot mit Hebel 10. Und ihr wisst ja, was Ethereum jetzt die letzten 3 Tage gemacht hat. Und wenn man jetzt Ethereum gekauft hätte mit einem Hebel von 10, dann hätte man hier richtig fette Gewinne mitnehmen können. Und ja, das hat der Bot hier natürlich gemacht. Ja, ja, Endotech verwaltet ein Vermögen von 10 Millionen US-Dollar, und die Kapitalisierung im November war 50 Millionen US-Dollar. Diese Zahl ist sehr wichtig, um, ja, um das Potenzial auszurechnen. Und dazu kommen wir später. Wir werden Unternehmensanteile erwerben können, und dafür ist es ja wichtig zu wissen, wie wertvoll das Unternehmen ist. Ja? So, kommen wir jetzt zu der DAISY KI-Technologie, also künstliche Intelligenz. Ja, ich finde immer, das ist ein Marketingwort für datenbasiertes Handeln. Also hier wird eine Unmenge von Daten ausgewertet, und die verschiedenen Datenpunkte geben dann ein Indiz dafür, was ein Vermögenswert jetzt die nächsten Tage, Wochen machen wird. Ja. Es werden Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet, dass man sagt, ja, mit 80% Wahrscheinlichkeit wird Ethereum jetzt steigen, mit 20% wird Ethereum jetzt sinken. Ja, und dann entscheidet der Bot, was er macht, kauft oder verkauft. Und ja, die DAISY oder beziehungsweise Endotech-Technologie ist die fortschrittlichste Lösung im Bereich KI. Und um diese Technologie weiterzuentwickeln, braucht man eine Investition beziehungsweise eine Finanzierung von mindestens 10 Millionen US-Dollar. Dieses Geld wird in Forschung und Entwicklung investiert, sowie gemeinsame Tests mit führenden KI-Experten. Es werden neue Datenzentren gekauft, es werden neue Spezialisten eingestellt und ja, neue Tester und so weiter.
Und ja, diese Weiterentwicklung wird diese Technologie auf das nächste Level bringen und ja, die Ergebnisse enorm verbessern. So der Plan. Crowdfunding, das Ganze wird über das Crowdfunding-Modell finanziert. Und zwar wird diese ID, die ganz oben steht in der Matrix, das wird eine 3x10 Matrix sein. 3x10 bedeutet, dass jede Ebene mit einem Faktor 3 wächst. Also oben steht die erste ID, die 001, unten direkt darunter stehen 3, nochmal darunter stehen 9 und dann 27, 81 und so weiter. Ja? Und diese erste Position, die hier gelb markiert ist, sie soll 10 Millionen US-Dollar erreichen, einsammeln. Und das Ganze wird über Empfehlungsprovisionen stattfinden. Das heißt, alles, was diese ID an Empfehlungsprovisionen einsammelt, wird in das DAISY AI-Projekt gehen. Ja? Genau. Und ja, Ende 2021 bzw. Anfang 2022 geht Endotech an die Börse. Es wird ein sogenanntes IPO stattfinden auf der Australian Securities Exchange, ASX. Und ja, 10% des Unternehmens geht an die DAISY-Teilnehmer. Ja, 5% gehen an die Mitglieder, ja, an die normalen Mitglieder, und 5% gehen an die Führungskräfte, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ja. Das sind dann Vertriebspartner, die dann besonders fleißig sind, ja, und bestimmte Ziele erfüllen. Die bekommen nochmal Unternehmensanteile aus diesem 5%-Topf. Ja? Und der andere 5%-Topf, der wird dann alle ausgeschüttet, ohne Voraussetzungen. Gut, die einzige Voraussetzung ist, man kauft ein Mindestpaket. Ja? So, das ist die Roadmap. Die Gründung hat 2012 stattgefunden. 2017 wurde angefangen mit dem Kryptowährungshandel. 2018 hat man angefangen, den KI-Handel kommerziell zu nutzen. Ja. November 20 hatte Endotech 10 Millionen Handelsvolumen und ja, die Kapitalisierung war 50 Millionen Dollar. Im Dezember startet DAISY Fund und DAISY Crowd, voraussichtlich am 15. Dezember. Was keine Garantie ist, aber das ist das Ziel. Und ja, 2021, da wird man mit Crowdfunding 10 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Und die werden für die Weiterentwicklung von DAISY AI genutzt. Und bis dahin wird man 500 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen im DAISY Fund haben. Ja. Ja, Ende 2021 Börsengang von Endotech. Und ja, die zweite Phase von DAISY, also DAISY 2.0, wird starten und irgendwann in 2022 wird dieser Algorithmus, dieser KI-Algorithmus, auch für Forex, ja, im Bereich Forex eingesetzt, und da wird man von einem Handelsvolumen von 1 Milliarde sprechen, und 2023 will man diese Intelligenz dann auch für den Aktienhandel benutzen. So. Ja, ich habe es ja schon gesagt, das Ganze wird über ein Smart Contract, also ein intelligenter Vertrag, gemanagt, und der läuft auf Tron. Warum Tron? Tron ist günstig, schnell im Vergleich zu Ethereum, und ja, ermöglicht die komplette Automatisierung aller Transaktionen. Ja, alles wird automatisch stattfinden, alle Provisionen, alle Einkäufe, genau, alle Gebühren, alles wird automatisch von dem intelligenten Vertrag gemanagt. Und wir haben hier die totale Transparenz. Alles ist auf der Blockchain, und so ein Smart Contract kann nicht manipuliert werden, kann nicht gelöscht werden. Das Geld kann nicht gestohlen werden. Und ja, das System ist komplett dezentralisiert. Das heißt, alle Mitglieder sind gleichgestellt und haben die gleichen Rechte und Möglichkeiten, ja, innerhalb dieses Systems.
So, das ist die Übersicht der Crowdfund-Pakete. Es wird 10 verschiedene Ebenen geben. Und ja, angefangen wird mit $100, das ist der erste Einstieg. Und mit jeder Ebene verdoppeln sich die Pakete. Das heißt, es wird 100, 200, 400, 800, 1600 und so weiter geben. Und ja, man benutzt Tron, um hier teilzunehmen. Allerdings werden die Pakete in US-Dollar fixiert. Ja. Ja, 50% gehen in den Handel, in den KI-Handel, und zwar beim Einstieg 1 bis 7. Bei den Einstiegen 8 bis 10 sind es schon 70%, die in den Handel gehen. Ja. Und der Rest geht in das Daisy Crowd. Ja. Und je größer das Paket, desto mehr Unternehmensanteile bekommt man. Das heißt, die 5% des Unternehmens, die werden gleichmäßig auf alle Teilnehmer aufgeteilt. Und je größer das Paket, desto mehr Unternehmensanteile wird es geben. So, kommen wir nun zum Empfehlungsplan. Das ist ja interessant für alle, die hier was aufbauen möchten. Also nicht nur ein passives Einkommen aufbauen möchten, sondern auch hier Empfehlungsprovisionen verdienen möchten. Und ja, es gibt drei verschiedene Arten von Einkommen bzw. Provisionen. Einmal die Vorab-Einkommen oder auch als Abschlussprovision bezeichnet. Einmal Einkommen aus den Handelsgewinnen. Und ja, es gibt auch einen Aktienbonus für Pacesetter. Also Pacesetter ist schlecht übersetzbar ins Deutsche. Das sind ja, Tempo-Eingestellte quasi. Also Führungskräfte, die jetzt Gas geben, ja, das sind die Pacesetter. Und ja, das Vorab-Einkommen wird über die 3x10 Matrix, Forced Matrix genannt, ja. Auf Deutsch würde man sagen erzwungene Matrix. Das bedeutet nichts anderes als die Teilnehmer, die jetzt nicht in eine bestimmte Ebene passen, die werden runtergedrückt. Also wenn ich jetzt in meine erste Linie nur drei Partner platzieren darf, dann werden die restlichen, meinetwegen 10, die werden dann runtergedrückt in die anderen Ebenen. Ja? Und das nennt sich erzwungen, eine erzwungene Matrix, eine Forced Matrix. Ja? Es wird Empfehlungsboni geben, also es wird Direktprovisionen geben, es wird einen Matching-Bonus geben, diesen Pacesetter wird es geben und einen Upfront Infinity-Bonus, den bekommt man auch als Pacesetter, ja, und aus den Handelsgewinnen wird man auch ja, Provisionen bekommen. Immer wenn ein Partner Gewinne realisiert, bekommt man als sein Sponsor Provisionen. Ja. So, das ist einmal die Übersicht. Das habe ich ja, den ersten Teil habe ich ja schon erläutert. Wir haben 10 Pakete und es fängt bei $100 an. Die ersten 7 Pakete, da gehen 50% in den Handel und bei den 8 bis 10 Paketen gehen 70% in den Handel und 70% der Handelsgewinne fließen zurück an die Teilnehmer. 15 gehen an Endotech und 15 gehen in den Empfehlungsplan. Ja. So, die Top-Strategien haben in der Vergangenheit 400 bis 1500 Prozent generiert. Ja gut, das erwähnt man hier aus marketingtechnischen Gründen. Ich bin da eher konservativ. Ich würde sagen, also ich habe es ausgerechnet, ich habe mir angeschaut, was die 6 Strategien von Endotech erwirtschaftet haben in 2019 und ich bin auf 80% gekommen. Allerdings war das nicht gewichtet, ja, nicht gewichtet nach dem, wie viel man in die jeweilige Strategie investiert hat. Ja. Das heißt, wenn man jetzt etwas mehr in eine Hochrisikostrategie reingepackt hätte, dann wären wir nicht bei 80, sondern bei viel mehr. Ja. Ja, und genau, Handelsgewinne können jederzeit ausgezahlt werden und man bekommt Endotech-Anteile. Und zwar 5% als regulärer Teilnehmer und als Pacesetter nochmal zusätzliche Aktien. Und insgesamt werden 46% ja, für die Provisionen reserviert quasi.
Genau, und der ganze Empfehlungsplan finanziert Daisy mit 10 Millionen US-Dollar. So, das ist die Matrixkompression. Das ist nichts anderes wie eine Voraussetzung, um Provisionen zu bekommen. Das heißt, man muss genauso ein großes Paket oder größer haben als der Partner, der teilnimmt, sonst bekommt man keine Provision. Ja, als Beispiel, man hat ein 200-Dollar-Paket und der Partner hat ein 400-Dollar-Paket gekauft. Dann kriegt man nichts, keine Partnerprovision dafür, weil man nicht das entsprechende Paket hat. Man muss also auf 400 Dollar upgraden, damit man davon profitiert, damit man von diesem 400-Dollar-Paket profitiert. Ja? Und höhere Eintrittspakete, die in der Matrix gekauft werden, werden bis zum nächsten qualifizierten Mitglied komprimiert. Ja? Das heißt, die Provision aus diesem 400er-Paket, die wird dann nach oben geschoben zu dem nächsten Partner, der qualifiziert ist. Also wenn ich jetzt nicht qualifiziert bin, läuft die Provision nach oben, bis jemand gefunden wird, der ein 400er-Paket hat. Und der bekommt dann, oder die bekommt dann die Provision. Ja, so funktioniert das. Diese Übersicht, die kann einen erschlagen, ja, auf den ersten Blick, aber das ist viel einfacher, als man denkt. Ja. Und zwar werde ich jetzt jede Spalte einzeln besprechen. Die erste ist klar, es gibt 10 Ebenen, 10 Pakete. Die Preise kennt ihr ja schon, 100, 200, 400 und so weiter. Die zweite Spalte ist die Bedingung für direkte Partner. Das heißt, in den ersten Ebenen gibt es diese Bedingung nicht. Man muss niemand ja, rekrutiert haben. Man kann von Spillover leben. Ja, Spillover, also ja, das Überschwappen sozusagen von Partnern von oben, vom Sponsor. Ja. Und bei der dritten Ebene, da muss man eben schon anfangen zu rekrutieren, und zwar mindestens 3 Menschen in die erste Linie, und die müssen 1000 Dollar Umsatz generiert haben. Ja? Es können auch mehr sein. Ja? Genau. Und es müssen insgesamt 27 Teilnehmer sein in der dritten Ebene, und das kann eben auch Spillover sein. Ja? Das, was von oben runterkommt vom Sponsor. Das heißt, man will hier wirklich einen richtig guten, starken Sponsor haben, um tatsächlich Spillover zu bekommen. Man bekommt auf die Pakete 1 bis 7 3%, ja, und auf die Pakete 8 bis 10 1,5%, ja. In der Spalte 100 Dollar Start sieht man die 81. Das ist die Summe, die man bekommt, wenn jetzt alle 27 Menschen ein 100 Dollar Paket kaufen, ja. Das ist im Grunde 27 mal 3. Ja? Und in der Spalte Pakete 1 bis 7, die 10.000 Dollar, die kriegt man, wenn diese 27 Menschen alle 7 Pakete kaufen. Alle Pakete 1 bis 7, dann kriegt man 10.000 Dollar. Und wenn diese 27 Menschen alle Pakete 8 bis 10 kaufen, ja, dann kriegt man 36.000 US-Dollar. Wir sind immer noch in Spalte 3. Ja? Ihr könnt vielleicht eine Pause machen, wenn ihr die Aufnahme schaut, und ja, das Ganze euch nochmal zu Gemüte führen. Ja. Wie gesagt, es sieht komplexer aus, als es ist. So, um die Ebenen freizuschalten, wissen wir ja schon, was wir tun müssen. Und wenn ihr das innerhalb der ersten 30 Tage macht, also wenn ihr meinetwegen 4 Ebenen in den ersten 30 Tagen freischaltet, dann bekommt ihr die fünfte Ebene geschenkt. Ja. Und wenn ihr ein richtiger Rockstar seid und alle 10 Ebenen in den ersten 30 Tagen freischaltet, dann gibt es eine Gewinnbeteiligung aus dem 1,1% Topf des globalen Crowdfund-Bonus. Ja. Also alles, was alle Boni in diesem globalen Crowdfund, die werden, also 1,1% davon werden auf alle umverteilt, die sich dafür qualifiziert haben. Ja. Das heißt, je weniger Menschen sich dafür qualifiziert haben, desto größer wird dein Anteil sein. Ja. Ja, außerdem bekommt man noch 5% der Daisy-Anteile. Ja. Das heißt, 5% werden auf alle Pacesetter aufgeteilt. Ja. Und wie gesagt, je weniger davon, desto mehr der Anteil.
So, Direktprovisionen, da muss man keine Voraussetzung erfüllen. Das heißt, man muss nicht das genauso ein großes Paket haben wie der Partner. Man kann auch mit einem 100-Dollar-Paket Provisionen aus einem 1600-Dollar-Paket kriegen. Ja? Das ist das Schöne an dem Direktbonus. Und man kann auch 10% der Verdienste der Direktpartner aus der Matrix bekommen. Also alles, was der Direktpartner aus der Matrix rausgezogen hat an Provisionen, ja, man bekommt 10% davon. Also stellt euch mal vor, ihr habt einen richtig fleißigen Vertriebspartner unter euch in der ersten Ebene. Ihr bekommt 10% von allem, was der verdient. Ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. So, ja, die Matrix wird mit 100 Dollar freigeschaltet. Genau. Also hier wird einfach nur wiederholt, was die Voraussetzung ist. Die Ebenen 3 bis 10, ja, die werden freigeschaltet, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt, also direkter Partner und ja, Umsatz und so weiter. Und ja, die Kompression wird hier noch einmal erwähnt. Das heißt, man muss genauso ein großes Paket haben wie der Partner. Ja. Jo, Daisy Infinity Club, ja, das ist für die Pacesetter wiederum. Und ein Pacesetter wird man, wenn man in den ersten 30 Tagen 1 Million Umsatz macht, beziehungsweise 10 Millionen Umsatz ohne Zeitbegrenzung. Ja. Und dann kriegt man 1% auf alle Crowdfund-Pakete im gesamten Netzwerk. Ja. Bis in die Unendlichkeit. Ja. Das ist richtiges Geld. Ja. Und wenn ihr jetzt dieser Pacesetter seid und einen weiteren Pacesetter in der ersten Ebene habt, ja, dann bekommt ihr 100% von seinem Infinity Bonus. Also im Grunde nochmal, noch 1%. Ja. Und dann, wenn es in der zweiten Ebene noch so einen gibt, dann kriegt ihr 50%, also 0,5%. Ja. Also insgesamt 2,5%, die man hier kriegen kann. Und ja, wenn man Pacesetter erreicht, 1 Million in 30 Tagen oder 10 Millionen ohne einen Zeitlimit. Ja. So, das ist was Interessantes. Man bekommt hier Provisionen immer, wenn ein Partner Handelsgewinne realisiert. Ja. Wenn er Handelsgewinne auszahlt, bekommt ihr automatisch einen Prozentsatz, und zwar ist es 3,5 in der ersten Ebene und 1% in den Ebenen 2 bis 10. Ja. Ja, für Ebene 1 und 10, für Ebene 1 und 2 ist man gleich qualifiziert, ja. Und ja, für die Ebenen 3 bis 10 muss man sich qualifizieren. Diese Regeln kennen wir ja schon. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, ja. Und ja, die dynamische Kompression gilt hier genauso. Ja. Man muss hier das entsprechende Paket haben, sonst bekommt man keine Provision, sonst rutschen die nach oben. Ja. Und ja, diese Provisionen sind nicht limitiert. Man kann also so viel verdienen, wie man möchte. So, es gibt drei Kategorien der Kunden. Einmal die Kunden, die Ebene 1 bis 7 kaufen oder Pakete 1 bis 7 kaufen, Kunden, die Pakete 8 bis 10 kaufen, die dürfen dann 70% in den Daisy Fund schieben, beziehungsweise der Smart Contract macht alles. Und die VIP-Kunden, die dürfen 100% in den Daisy Fund legen. Ja. Und wie wird man VIP-Kunde? Naja, man kauft alle 10 Pakete. Ja. Und dann darf man 100% seines Einsatzes in den Handel geben, und zwar verbindet sich man mit der Endotech über ein API-Schlüssel und dann handelt der Bot auf dem persönlichen Krypto-Exchange-Konto von dem Kunden. Ja? Und Endotech verwaltet das Ganze bzw. unterstützt es, ja? Bietet technischen Kundendienst und die Auszahlungsgebühr wird 20% sein statt 30%. Ja. Es gibt einige Vorteile und die VIP-Kunden haben einen eigenen Empfehlungsplan und ja, die Einrichtungsgebühr ist 5%, Auszahlungsgebühr 20% und die Qualifikationen gelten wie im normalen Empfehlungsplan und die Komprimierung oder Kompression wird hier auch angewendet. Trading Bonus ist dann 1% auf jeder Ebene.
Und ja, was die Transparenz des Handels anbetrifft, ja, man kann ja alle Transaktionen kann man ja sehen, wenn man VIP-Kunde ist. Das Ganze findet ja auf deinem oder auf unserem Konto statt, auf der Exchange. Aber wenn man jetzt im Smart Contract ist, dann sieht man diese Transaktion nicht, ja. Und das kann man kann also diese Trading-Ergebnisse nicht nachvollziehen. Allerdings wird es monatliche Audits geben durch internationale Institutionen wie KPMG. Also ich sage nicht, dass es KPMG sein wird oder PricewaterhouseCoopers, aber irgendein Unternehmen wird es machen und es wird monatliche Audits geben. Und ja, VIP-Kunden, die bekommen Live-Trading, ja, auf ihren Exchange-Konten. So wird das Dashboard aussehen. Das Ganze werden wir über eine Tron Wallet verwalten können. Und ja, das sind die Vorteile von Daisy oder was Daisy auszeichnet: Transparenz, Echtheit, Langzeitvision, Rechtsgültigkeit und das ist ein globales ja, Vorhaben. Allerdings sind hier US-Investoren nicht zugelassen. So, ja, so wird das Ganze dann aussehen. So ist der Workflow. Das Ganze findet hier statt und hier in der Mitte. Ein Teil geht in Daisy Fund, ein Teil geht in Daisy Crowd. Daisy Crowd wird auf der Matrix stattfinden. Hier noch einmal die Bedingungen in Kürze zusammengefasst. Daisy Fund wird, ja, das ist der Handel, der KI-Handel und das Ganze wird über ein Tron Wallet gemanagt, ja. Also es kann ein Tron Wallet sein, es kann Clever Wallet sein, vielleicht kennt ihr das, oder Tron Link, ja, das ist ein Add-on für Google Chrome. Also diejenigen, die das Ganze auf einem Desktop-Computer verwenden möchten, die können Tron Link benutzen und ja, man lädt einfach die App runter, lädt sie mit Tron auf, beziehungsweise kann man da jetzt zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum hinschicken und dann einen Swap vollziehen. Also ein Swap nach Tron und genau, dann wartet man auf den Anmeldelink vom Sponsor, geht in den Browser, also die Tron Wallet hat einen integrierten Browser, da gibt man den Anmeldelink ein und ja, alles andere wird dann automatisch stattfinden. Man kauft dann die Einstiegspakete und ja, nimmt eine Position in der Matrix ein. Ja, das war's schon. Ich wollte unter 30 Minuten bleiben. Es wurden jetzt 33 Minuten. Tut mir leid. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt bitte in unsere Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr unter dem Video, unter der Aufnahme. Und bis dahin wünsche ich allen ja, eine schöne Zeit und bis dann.